geh friedvoll meinen Weg im göttlichen Licht. Ja, unsere Aufgabe ist, Licht zu sein und in die Welt zu tragen. Und die Frage trauen wir uns. Und was dürfen wir innen lösen, damit es außen weiter strahlt? Ich schließe mich ganzen Worten vom Charles an. Es war ein fantastischer Tag hier. Es war für mich extrem rund. Einfach dieser Auftakt, den wir machen durften, quasi mit Living Earth auch, jetzt was unsere Zeit anbelangt hier. Und wie es dann in dieser Runde Frau Mann ging gestern, das hat mich extrem berührt und ich spüre, wie sich da extrem vieles gelöst hat und ich spüre, dass wir jetzt wirklich spüren, wer wir sind, immer mehr und dass wir alle was zusammen zu tun haben. Eben, das sind immer wieder Startschüsse an verschiedenen Orten, ist wieder ein neuer Startschuss, okay, jetzt geht's auf und wir sind zusammen miteinander. Danke, danke euch, ich freue mich auch sehr auf die Wüste. Danke euch. Ja, also ich bin hergekommen, um das Thema Distanz zu überwinden und mehr ins Herz zu kommen. Ihr habt alle einen Beitrag dazu geleistet und der gestrige Tag, das ist wie wenn einfach das Scheunentor hochangelweit, sperrangelweit offen steht. Und dafür vielen, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich darauf, euch alle bald wiederzusehen und ja, dass wir jetzt das Licht nach außen tragen. Und wir werden leuchtend nach Hause, wie ein Leuchtblitz fahren wir nach Hause. Ne? Ja. Danke an euch alle, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Ich fand es schön, hier einfach mit allen anderen so zu sein. Und ja, ich sage an alle ein Dankeschön. Ja, danke für dein Dasein. Und deine Beiträge. Ich spüre gerade die Wurzeln. Juhu. Die Erde. Ja, also es ist wirklich einfach eine ganz große Freude da, dass ich hier den Platz jetzt zum ersten Mal in der Tiefe erleben durfte. Und einfach die Freude, eben, wir sind die neue Erde, also wir leben es jetzt schon. Und ja, auch der gestrige Heilkreis, und vor allem so nachher zu spüren, wie es sich gelöst hat beim Tango-Tanzen, habe ich gemerkt, all diese Unsicherheiten, die vorher da waren, die waren einfach weg. Also und es war so schön, die Menschen einfach in ihrem Strahlen zu sehen, nicht so, darf ich jetzt strahlen, meint sie sonst etwas? Oder irgendwie ohne dieses Kopfgeräusch da dazwischen und ja, dieses authentische Teilen, ehrlich sein, vulnerable sein. Ich stehe jetzt hier irgendwie ganz anders da, mit so einer ganz anderen Präsenz und ich bin immer noch so sehr berührt und aber es ist auch so sehr schön, so jetzt so geöffnet zu sein und jetzt kann was Neues kommen und es geht weiter und ja, es war einfach wunderschön. Ich bin meinem Ruf gefolgt, weil als ich das in der Telegram vom Living Earth gelesen habe, habe ich einfach gedacht, da musst du hin, das ist gerade deins und was entstanden ist und jeder hat irgendwie sowas sein eigenes mitgebracht und man konnte von jedem nehmen und der andere hat gegeben und ja, auch dankbar, dass ich euch was mitnehmen geben konnte, und ihr ein bisschen so Theaterluft geschnuppert habt und einfach auch so schön mitgemacht habt. Und ja, Dankeschön. Au ja. Danke. Da sind schon sehr viele, die angekommen sind, aber ist die Frage, leben wir unsere Gaben? Ich kann komplexe Zusammenhänge in einfache Bilder bringen und Menschen inspirieren, wieder zu sich zu finden und zu einem Leben in Einheit mit der Natur. Ich tanze gerne und ich bin einfach so auch gern mit tollen Menschen zusammen und mach gern was miteinander und ja.
Weil, na, kein Weil. Aho. Ja, ich bin eine Brücke oder eine Tür, die Menschen verbindet oder die Menschen zu ihrem Potenzial führt. Und miteinander sind wir Schöpfer dieser Welt. Und wir schaffen Fülle und ein Himmelszelt. Und miteinander sind wir Schöpfer dieser Welt.